nochmal spannend und dramatisch zu machen. Zu meiner Seite haben auf der linken Seite Platz genommen Robert Klaus, Trainer der Gäste, zu meiner rechten Jürgen Nachtigall. Beide Trainer haben das Wort, zunächst der Gästetrainer Robert, bitte erzählen. Schön, dich dran haben, bitte. Ja. Muss mich erstmal auch in der Kabine sammeln nach so einem Spiel. Erlebt man nicht so häufig, dass man 3-0 führt und eigentlich alles klar ist, und am Ende dann noch eigentlich 3-3 spielen muss. Also, klar hat man eine super erste Halbzeit gespielt oder eine gute erste Halbzeit und können vielleicht sogar auch noch höher führen. Aber am Ende sind wir extrem froh und glücklich, dass wir hier überhaupt gewonnen haben. Es gibt so Spiele, glaube ich, da geht das Momentum auf eine Seite und du kommst aus dieser Abwärtsspirale einfach nicht mehr raus, aus diesem Strudel. Und das war heute irgendwie der Fall. Und, da kann ich den Jungs auch nicht mal einen Vorwurf machen. Also die waren heute, haben drei Spieler ihr erstes Spiel im Männerbereich gemacht. Wir sind ohne 8 Spieler anreisen müssen, weil die alle unterwegs sind zu Länderspielmaßnahmen, verletzt und krank und hat die halbe 19 bei gehabt. Und das hat man auch teilweise gesehen, dass die Jungs einfach mit der Situation überfordert waren, mit dieser Wucht der Angriffe, die an dieser hohen Welle sind, sie einfach nicht gewohnt, das zu verteidigen. Und dementsprechend haben wir dann arge Probleme gehabt, dann überhaupt nicht noch zu befreien. Also wirklich nur noch hinten umgestanden am Ende. Dadurch verschwimmt so ein bisschen die erste Halbzeit, die pegelt so ein bisschen Vergessenheit. Aber für uns ist es immer wieder toll, wenn wir aus so einem Spiel lernen können als so eine junge Mannschaft. Und wenn wir dann dazu noch punkten, auch wenn heute glücklich, dann sind wir gut zufrieden. Danke, Robert. Ingo, deine Einschätzung. Ja, ich sehe auch so, dass die erste Halbzeit klar an die junge Mannschaft geht. Und Red Bull hat man einen Unterschied gesehen von der Schnelligkeit her. Von der Bewegung her muss man dann schon dann auch so akzeptieren. Wobei ich auch sagen muss, wir haben in den letzten Wochen also wirklich Probleme. Ich bin der Letzte, der sich irgendwie mit Schiedsrichter beschäftigt, aber ich bin auch ein ruhiger Patient eigentlich an der Außenlinie. Aber wir haben in letzter Zeit wirklich immer wichtige Entscheidungen gegen uns. Da rede ich jetzt nicht von dem Elfmeter, das 1-0 waren ganz klare Elfmeter, aber da rede ich von 2-0, aber abseits ganz klar. Dann nimmt man noch mit der Hand mit. Also ich sage jetzt mal, bestimmte Situationen, da wird auch ein Bockball nach vorne, ein Vorwärtsgang gefoult, der wird weiterspielen gelassen, da geht die Post ab nach hinten. Macht uns echt manchmal ein bisschen nachdenklich, weil ich manchmal das Gefühl habe, auch der kleine Professor Luckenweiler, den können wir hier schon durch, das ist ja egal. Das nervt manchmal und ich bin eigentlich ein ruhiger Patient dann aus der Linie und das hat mich heute schon ein bisschen gestört. Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen, wie wir dann zurückgekommen sind. Hatte auch ein bisschen bestimmte Sachen im Vordergrund, dass wir jetzt mit Silber nicht von Anfang an spielen konnten, weil er einfach auch noch muskuläre Probleme hat und das auch schon in Strausberg sichtbar war. Und ich hatte mir schon ausgerechnet, ihn dann in der zweiten Halbzeit zu bringen. Und das war dann auch so ein bisschen der Unruheherd. Da sind sie mit den hohen Bällen dann nicht mehr klar gekommen, die Leipziger, und hatten doch ein paar Probleme. Und ja, wenn du unten stehst, dann fehlt dann auch so ein bisschen das Glück zum Schluss. Wir hätten eigentlich den 3-3 verdient gehabt. Wobei Red Bull nochmal eine Riesenchance hat in der zweiten Halbzeit, wo Peter Reit selber zu einem Welt, wo er alleine, wo er den Ball dann um zur Ecke bringt, dann wäre der Deckel drauf gewesen. Aber gut, du hast ja auch keine Wahl, du musst ja dann auch ein bisschen aufmachen. Entweder gibst du dich dann zufrieden. Und ich muss schon sagen, die Mannschaft ist intakt. Sie kämpft, sie weiß, um was es geht. Und Red Bull hat ja in der letzten Zeit sehr, sehr gute Ergebnisse und wir waren da schon gewarnt und das hat man heute auch, wie gesagt, in der ersten Halbzeit gesehen. Trotzdem Kompliment, die Jungs sind zurückgekommen, haben sich nicht abschlachten lassen, im Gegenteil, haben noch gekämpft im Ausgleich und wir waren dichter dran und das sollten wir mitnehmen für Freitag. Freitag haben wir ein Endspiel hier, ich hoffe, dass das alle Luckenweiler wissen und ich würde mich echt freuen, dass alle da sind und uns unterstützen, weil wir brauchen jede Hilfe. Am Freitag muss hier der Baum rennen und das wird eine ganz schwierige Geschichte, weil Bautzen weiß auch, um was es geht. Und deshalb sollten wir heute die gute Zeit mitnehmen, die wir hatten in der zweiten Halbzeit und das versuchen wir drüber zu retten für Freitag, wo wir aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Vorentscheidungsspiel haben. Ja, euch alle gute und gute Heimreise und nächstes Jahr für dich. Ich wünsche euch alle gute und wie gesagt, ihr wart gerne heute hier, weil ihr ebnet uns den Klassenerhalt vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
alles klar, in dem Sinne, dass euch verschiedene Einkommen. Ja, das war ein tolles Schlusswort schon. Was ist denn, dass die den Pressevertreter hier noch eine Frage haben? Ja, ich hätte noch eine, und zwar zu Tim Borowski. Pascal Borowski sollte Dienstag eine Entscheidung fallen zu seiner Verletzung. Gibt es da Möglichkeiten? Frage war noch mal Pascal Borowski, wie der Gesundheitszustand aussieht. Ja, Pascal wird uns doch jetzt ausfallen länger. Der wird operiert an seiner Schulter. Die Entscheidung ist gefallen und deswegen, ja. Ich möchte mich aber ja nicht mehr darüber beschäftigen, weil man das ganze Jahr schon also mit Verletzten zu tun und ich weiß nicht, ob der da oben im Moment irgendwann im Fokus hat und da mehr Dreck runterschmeißt auf uns. Also es kommen auch wieder bessere Zeiten. Jedenfalls, wir müssen das irgendwo ja, stemmen. Und für mich zählt Freitag und ja, die englischen Wochen, die zerren natürlich gerade für uns als Amateurverein. Ja, wir gehen morgen alle wieder arbeiten, können uns morgen Abend dann erst wieder treffen zur Regeneration und dann haben wir übermorgen schon wieder ein ganz entscheidendes Spiel. Also das muss man schon auch alle so mal ein bisschen beachten. Und deswegen haben wir das heute eigentlich so ein paradox klingt, dann nach hinten raus doch schon ganz ordentlich gemacht und diese spielstarke Mannschaft dann wirklich noch in Schwierigkeiten gebracht. Weil normalerweise kannst du auch 5-6 kriegen, so wie Schönberg. Da haben wir uns einfach doch nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen und gewendet. Wie auch immer. Weitere Fragen? Wo wünscht ihr das Endspiel, das Pokalendspiel? In Cottbus oder hier? Wunsch nach dem Stadion des Pokalendspiels? Wenn du jetzt kommst. Ja, schon mal. Damit beschäftige ich mich noch gar nicht. Aber wir haben ja auch jetzt die große Sache. Wir sind, das sage ich auch immer wieder, wir sind jetzt. Anfang April, ne? Der März ist fast rum und wir haben trotzdem, obwohl es nicht alles optimal lief bis jetzt diese ganze Saison, haben wir die Möglichkeit, das absolut erfolgreichste Jahr des FSV zu schreiben. Wir können die Klasse halten, das ist schon eine große Leistung und wir können auch noch einen Pokalsieg holen, was noch nie passiert war. Und von daher denke ich, wenn man so weit ist, bis Anfang April, müssen wir alle Kräfte bündeln, erstmal einen Schritt gucken. Wichtigste ist Basis, wir müssen versuchen, die Klasse zu halten, das wird schwer genug. Und ja, und alles andere wollen wir dann gucken. Da haben wir erstmal noch keinen Einfluss. Mir sind aber letztendlich egal, ich sage es klipp und klar, weil wir sind Außenseiter und das ist ein anderer Spieler als in Strausberg. Das hatte ich in Strausberg schon gesagt. Cottbus steht da ein bisschen mehr unter Druck und ich glaube, wenn wir ein paar individuelle Fehler ein bisschen ausmerzen und der Druck in Cottbus liegt, dann ich schätze ich, Cottbus nicht so spielstark ein wie Red Bull 2. Ja, das sieht so manchmal so. Noch Fragen? Und dann bleibt uns nichts, euch für den Besuch zu danken, unseren Gästen gute Einfahrt, unseren Gästen selber alles Gute, egal wo wir euch irgendwo mal sehen, wir werden euren Weg sehr interessiert verfolgen. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen auf die Robot irgendwo in einer Mannschaft. Schauen wir mal. Oder an ganz anderen Zwergen. Alles Gute. Danke. Ich habe jetzt 15 Tage 5 Spiele dabei.